So, moin moin und willkommen zur nächsten Folge von FIFA 18 auf dem Soccer Bros Kanal mit dem FC St. Pauli Karriere. Die letzte Folge war ja doch sehr erfolgreich und ich muss sagen, die Mannschaften haben alle für uns gespielt, denn Leverkusen hat gegen Dortmund verloren. Damit sind wir jetzt 3 Punkte noch dran an Leverkusen. Und ja, gucken mal kurz, DFB-Pokal sind wir nicht mehr drin, da sind wir wieder rausgeflogen. Da sieht es aber gut aus. Sieht alles gut aus. Ist ja alles nicht. Nichtsdestotrotz sind wir wieder in der Transferphase. Wir haben schon dem einen oder anderen Spiel abgegeben mit Vorverträgen, die uns verlassen haben. Wir gucken einfach mal wieder, was wir so machen können. Wie viel Kohle haben wir? 13,12 Millionen. Ist nicht so viel. Gucken, ob wir da irgendwas machen können oder nicht. Hier seht ihr dann wieder Ausschnitte halber. Und dann sehen wir mal, ob wir uns gleich in einer Transfergespräch finden oder nicht. So, da sind wir schon mit dem ersten Gespräch mit dem Stürmer Joey Linton von Hoffenheim. Den wollte ich mir vorhin schon mal holen. Da hatte ich nur leider nicht das passende Kleingeld. So, machen wir es mal. Christian Prömmel. Jetzt wollen sie einen Stürmer haben. Auch eigentlich kein Problem. Wenn sie Marc Cardona für haben. Den hätte ich mir auch gedacht, dass er etwas besser ist. Nichtsdestotrotz jetzt wieder weg. Kriegen mit Joey Linton einen Spieler, der doch etwas schneller sein dürfte. Komm mal weg. Ohne mit der Rotation haben. Jetzt will er aber mal richtig sein. Ja, du bist mir auch so ein wichtiger Spieler. Ist der mir eh nicht, aber gut. 3 Jahre kriegt er auch. Freigabe so brauchen wir nicht. 12,5 Millionen. Warten wir auf Freund, dann machen wir ein Gegenangebot. Für 22,5 Millionen. Ach komm, was soll's. Dich kauft eh keiner mehr. Gehalt. 40 kriegst du. Oh! Jetzt auf einmal wieder 40 haben, da sagt er, gut, alles klar. Jetzt sehen wir wieder da und wir haben ein Angebot bekommen, was eigentlich total lächerlich ist. Leeds United möchte Osamhen Osave verpflichten. Sie sind bereit 6 Millionen zu zahlen. Der aktuelle Wert ist bei 4,8. Also wenn, Freunde, müsstet ihr schon 30 Millionen auf den Tisch legen, damit ich den gut verkaufen werde. Ja, das ist dann halt Pech. Aber Osave werde ich nicht verkaufen. Da haben wir auch schon das nächste Angebot, ebenfalls für Osave, wieder 6,7 Millionen. Ich möchte wieder 30 Millionen haben, ist mir sogar glatt. Und Babams. Ja, dann verpisst euch doch einfach. So, da sind wir schon mal. Diesmal haben wir ein Angebot gemacht für Timo Hübers von Hannover 96, haben seine Freigabesumme bezahlt von 710.000 Euro. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ihn bekommen. Für 3 Jahre ist mir eigentlich Bums. Freigabe super möchte ich auch nicht, sehr gut. Das Gehalt. 8,9 kriegst du. Mir kannst du 10 kriegen. Pass auf, wir machen es anders. Wir machen deinen. Ach komm, drauf geschissen. Ja, komm. So, und damit sind wir auch bei der ersten Partie angelangt. In dieser Folge. Wir spielen gegen Dortmund. Und wir gucken mal. Ganz vergessen. Gucken mal, welche Spiele wir noch reinnehmen. Im Februar. Ja, Bayern, Köln. Wer ist schon wieder gegen Dortmund? Junge, FIFA, die machen einen. Ja, gucken mal. Welches Spiel wir da reinnehmen, das sehen wir dann, das überlege ich mir dann kurzfristig. Aber jetzt gehen wir rein ins Spiel, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Sind wir auch schon in der Partie. Spieltag Nummer 17, St. Pauli gegen Borussia Dortmund am heimischen Millantor. Die Transferphase ist mitten am Gang
Aber ich weiß leider nicht, wen ich verpflichten soll, was ich verpflichten soll. Es verkauft sich bisher keiner so richtig. Also die Vorverträge, die schon abgeschlossen worden sind in der Saison, und die sind alle weg. Aber ich weiß halt nicht, was ich dafür verpflichten soll. Und deswegen habt ihr nicht viel gesehen. Höchstens die zwei Transferangebote für Osave, die wir aber abgelehnt haben bzw. verhandeln wollten. Hier sehen wir die Tabelle, wir sind Dritter. Dortmund ist auf Platz 6. Alles drin, alles möglich. Wir schauen mal. Ja, hier die unsere Mannschaft mit Müller im Tor, Wittek, Anton, Lienhardt und Dalot, Löwen, Sousa und Breton, Stöger wieder auf der 10, Donis und Osave. Das sind immer ein Bild. Osimhen, Jolinden, Ito, Sully, Eiswert, Müller, Wene auf der Bank, Osimhen und Jolinden, zwei neue Transfers, eine Stürmer, gucken, die werden auf jeden Fall zumindest einer von beiden. Bürki hier im Tor, Adnan, Toprak, Kada und Toljan, Rode und Weigel, dann haben wir Philipp, Dahoud und Janusai, ganz vorne Player auf der Bank, Weidenfeller, Gulam, Pulisic, Haller, Kenny, Götze und Diney. Also wie gesagt, einer von unseren beiden neuen Stürmern wird bestimmt diese Partie spielen. Welcher von beiden, das sehen wir dann. Aber jetzt gucken wir erstmal. Ah! Sehr gut, kriegt den Ball noch weg auf Breton. Der ist schneller, zieht ihn aber leider etwas übers Tor. Schönes Abspielfehlerchen hier von. Und dann laufen sie alle weg. Aber Philipp. Der war nicht schlecht. Aber Sousa ist leider viel zu langsam. Kada kann mir mehr abnehmen. Oh, Player hat sich leider verletzt. Alter! Das kann doch nicht mein Fuck-Ernst sein hier. Zum Glück war das Abseits, Freunde. Ey! Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Das kann doch nicht euer fucking Ernst sein, ey! Boah. Zum Glück war das. Welche war aus der Hose geübt, das kann ich ja sagen. So, jetzt aber hier. Mal unser Angriff. Osave. Scheitert hier am Birki. Schön hier auch. Ah, schön nach vorne gespielt. Und Donis kann seine Schnelligkeit ausspielen. Macht aber nicht das Tor. Stoppen. Sehr schön. So, jetzt hoffentlich noch den Angriff durchziehen können. Auf Donis. Auf Donis. Der zieht schon wieder ran vorbei. Ja, mit diesem Top-Angriff beenden wir die erste Halbzeit dieses doch sehr chancenarmen Spiels und sehen uns gleich wieder. Wie angekündigt, ein Neuzugang spielt sich direkt mit dem Pass hier rein. Osave geht raus und Osimhen kommt in die Partie und bringt sich gleich mit diesem Fehlpass, den er vorhin gespielt hat, in die Partie. So kann man auch starten, wenn man gleich wieder rausgeschmissen werden will. Dann kann man mal ruhig mit einem Fehlpass starten. Oder aber wie Stöger hier mit einem wunderschönen Schlenzer ans Lattenkreuz. So. Das war doch mal ein richtig geil rausgespieltes Tor, oder Freunde? Was sagt ihr dazu? Das war doch mal richtig geil. Das allein hat doch schon einen Daumen verdient. Schauen wir uns nochmal an.
Schön dann von Sousa reingelegt. Und Donis schließt. Osimhen kriegt ihn leider nicht ganz. Schade, schade, schade. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt, yes, Bitch. Donis mit dem zweiten Tor am heutigen Tag. So läuft das, Freunde. So läuft das. Schön hier selber eingeleitet, die ganze Geschichte. Und rechts an Bögig vorbei. Keine Chance. Hi! Das nicht. Wir haben eine rote Karte für Stöger. Oh shit. Und eine gelbe Karte für Osimhen, okay. Er behauptet. Löwen. Ja, ist das auch. Das ist doch auch ein Foul. Gibt das jetzt. Ah, der war gut. Ah, Bro Retten. Leider vorbei. Gucken, wie sich jetzt hier Joe Linton. Da ist er schon. Mit dem Tor. Nein! Joe Linton. Schön. Hat das schön gemacht. So, jetzt nochmal. Ich werde Osimhen wahrscheinlich wieder rausnehmen aus der Mannschaft und wieder Kone auf die Bank setzen. Denn der hat mir doch deutlich besser gefallen, muss ich sagen. Und damit gewinnen wir dieses Spiel mit 2:0 gegen die Borussia aus Dortmund und sehen uns im nächsten Spiel wieder. Ich glaube, es war gegen Bayern, meine ich. Bis gleich. Cool. Barclay wechselt für 53 Millionen zu Everton und Castillo wechselt für 48,9 von Everton zum Arsenal. Jüngste Transfers sind Exposito, Romero und Palinha. Hier. Player fällt aus wegen Kreuzbandriss und Tottenham hat das Rennen um André Silva gewonnen. Was haben wir hier noch? Hier Hannover holt Jonathan Ikone. Schauen wir noch mal, was noch so in den letzten 10 Stunden passiert. Ich tippe hoffentlich nicht viel. Außer, dass Reus und Götze Dortmund verlassen haben. Haben wir ja vorhin gesehen. Also Götze zumindest nicht. Reus ja. Nicht. Gucken einfach mal, ob wir Maxwell Cornet verpflichten können. Immer. Den Wert weiß ich natürlich leider nicht. Aber ich denke mal, der sollte richtig teuer sein. Isaac vielleicht. Linker Flügelspieler. Oh ja, habe ich. Green. Boah, was seid ihr denn so? Tuya Ito? Alter! Dann bleibt noch Edgar Sali. Auch nicht. Okay, dann gibt es eine Transfersumme. Starke 9 Millionen. 17.
Ja gut, das wird dann wohl nichts. Danke fürs Gespräch. Wir bekommen ein Leihangebot für Usamin Usabe. Verarschen oder was? Vielleicht geht er doch noch weg. Aber nicht für 5,3 Millionen. Was ist mit 15? Nein, natürlich nicht. Gleich gucken wir nochmal auf die Top-Transfers. Da haben wir schon, hat sich wieder was geändert. Top-Transfer ist jetzt Talisca für 87 Millionen von Benfica zu Man United, Laporte für 73 von Manchester City zu Real Madrid und Martins von Lissabon zum PSG. Hier gerade noch gesehen, hier war doch gerade noch irgendwas. Bruno oder Gaspar. Bayern hofft Malo bei. Oh, die Bayern wollen nachlegen. Das hat sich noch nichts verändert. Jüngste Transfer ist Astori, ja. Romero, Da Costa. Da Costa für 5,3 den Bayern. Ist klar. So, und damit haben wir die Transferphase gemeistert. Es geht wieder gegen die Bayern. Gegen die Bayern. Das spielen wir natürlich. Sind hier die Bayern. Und sehen uns gleich wieder in der Partie. So, da sind wir auch schon in der München Allianz Arena zum Spieltag Nummer 18. Bayern München gegen St. Pauli. Und mal gucken, ob die Bayern heute mal in einer richtigen Formation gegen uns antreten. Ich sehe auf jeden Fall schon mal Neuer im Tor. Dahinter läuft Kimmich, Boateng. Hummels war da, glaube ich, auch noch zu sehen. Gut, ob sie diesmal wieder ein bisschen was verändern. Wieder so eine, ja, so eine Mannschaft wie letztes Mal. Wird es auf jeden Fall nicht sein. Ich sehe Lewandowski und Martial. Thiago. Nein, ich glaube, die Bayern spielen diesmal mit einer richtigen Mannschaft. Hier sehen wir die Tabelle. Ein Punkt hinter Leverkusen, ein Punkt vor den Bayern. Also müssen wir dieses Spiel gut machen. Und die Bayern haben sich gedacht, gut, wir kloppen mal wieder alles rein, was wir haben. Zumindest sieht es gerade so aus. Warten auf die Aufstellung. Ja, hier haben wir es. Neuer im Tor. In der Abwehr Telles, Hummels, Boateng und Kimmich. Vidal auf der 6. Dann haben wir Martial, Thiago, Tolisso, Özil, Lewandowski vorne drin. Und auf der Bank der Münchner Ulreich, Süle, Müller, Wagner, Friedel, Gnabry und Vrid. Also diesmal kommen die Münchner mit allem, was sie haben. Sogar einem Mesut Ja, moin. Unsere Mannschaft hat sich eigentlich nicht verändert. Müller, Wittek, Anton, Lienhardt und Dalot. Löwen auf der 6. Sousa und Brereton auf der 8. Position. Heisfeld auf der 10, wegen Stöger gesperrt. Und Donis und Osave. Und jetzt rein in die Partie, die hoffentlich für uns glimpflich ausgehen wird. Nicht, dass wir hier dann richtig abgeschossen werden oder so. Das wäre richtig bitter. Also, die Bayern spielen diesmal wirklich in ihrer vollen Besetzung. Und das hätte schon böse enden. Das war eine gute Chance. Die kriegt man, glaube ich, nicht so oft heute. Die hätte man schon machen müssen. Schön hier von Wittek. So muss das Spiel laufen. Genauso. Komm schon. Ach, da darf man einen Lewandowski nicht so frei stehen lassen. Dann macht er ihn leider rein. Damit führen die Bayern mit 1 zu 0. Marin!
Mach ein Otze! Nein! Komm, Susa. Ich sag mal so, es ist ja noch nichts verloren. Die Bayern haben ja beim letzten Spiel in der Hinrunde auch gefühlt mit 1:0. Wo ich dann besser aus der Kabine gekommen bin. Dann direkt im Gegenzug das angriffslustiger als im Hinspiel, wo sie ja mit einer Mannschaft gespielt haben. Keine Ahnung, was man dazu sagen wollte. Ob sie uns einfach unterschätzt haben. Keine Ahnung. Ich habe sie auf jeden Fall heimgezahlt. Oh, lecko funny. Zum Glück war das abseits. Der Ball war nämlich im Tor. Abseits. Komm, Müller, hol ihn dir. Bayern wieder im Vorwärtsgang mit Lewandowski hier. Aber ich nehme ihn den Ball nicht ab. Nein, wir nehmen ihn nicht ab. Nein, wir müssen den Ball nicht ab. Nein, wir können ihn einfach spielen lassen. Zum Glück setzt ihn Mats Özil. Keine Ahnung, wer es war. Setzt ihn auf jeden Fall zum Glück daneben. Damit gehen wir mit einem 0:1 Rückstand in die Halbzeitpause. Und sehen uns gleich wieder. Da sind wir jetzt wieder zurück. Wir haben nichts verändert, nichts gemacht. Ab geht er, der Peter. Das war doch kein Foul. Ja. Schön. Sehr gut. Oh, Osave. Donis. Mach es, Donis. Mach es. Nein. Mit Thiago im Doppelpass auf Lewandowski. Der auf Gnabry. Ist im 16er. Wir wollen nicht das Foul ziehen. Schön abge... Und dann Lewandowski. Mit seinem zweiten Tor hier in der Partie. Schön hier rausgespielt. Ah, Sousa! Sousa! Das kann nicht euer Ernst sein, oder? Abseits. Und das ist 3:0 für die Bayern. Was, Thiago? Es war Thiago. Damit ist die Messe hier gelesen. Das war's. Das Spiel vielleicht anders ausgesehen. Das kann doch nicht wahr sein. Warum setze ich denn jetzt alles drüber? Die Galke hier mal mit der kleinen, aber feinen Chance. Er rennt sich fest. Sully kriegt auch hier den Ball nicht mehr. Und damit verlieren wir dieses Spiel mit 0:3. Glückwunsch an die Bayern. Die haben heute einfach die bessere Mannschaft gehabt. Und damit sehen wir uns in der nächsten Partie. Bis gleich. So, da sind wir angekommen beim Spiel gegen Köln. Das Spiel werden wir simulieren. Denn das Spiel gegen Köln hatten wir ja schon mal. Ist auch nicht so lange her. Also werden wir es mal simulieren. In der Hoffnung, dass wir heute das erste Mal einen Sieg in der Simulation in der Bundesliga finden und sehen werden. Gespannt. Wir sehen jetzt gespannt. Wir sehen, Stöger ist zurück. Macht seine Rotsperre. Elek kriegt eine gelbe Karte. Lüft kriegt bei uns die gelbe Karte. Steht noch 0:0. Kone kommt in die Partie für Osave. Könnte ein 0:0 werden. Wenn jetzt nicht noch irgendeiner schnellen Tor macht. Gehen wir mit einem. Ja, das war's. 0:0. Keine schlechte Partie, beziehungsweise Ergebnis. Jetzt, wo die Transferphase vorbei ist, kommt natürlich ein Transfer rein. Ja, Isak mit 9,6. Er steht allerdings auf der Transferliste.
Also können wir nicht ganz so viel verlangen. Wir versuchen es noch mit 10,6. Aber selbst wenn, es ist eh egal, dadurch, dass wir danach eh nicht mehr spielen werden. Nächsten Partie angelangt, diesmal gegen Borussia Dortmund. Das Spiel hatten wir erst in dieser Folge. Also werden wir das auch simulieren. Das macht ja keinen Sinn. In der Hoffnung, dass wir jetzt mal einen Sieg einfahren werden. Wobei, wir haben 2-1 gegen Leverkusen gewonnen. Da macht Philipp schon das 1-0 für Dortmund. Kader kriegt gelb-rot. Das könnte für uns ganz gut aussehen, aber wir haben so viele Tore in der Simulation noch nicht gemacht. Wir haben auch noch keinen Sieg. Philipp mit dem 2-0, obwohl die einmal weniger sind. Läuft bei uns. Wir überspringen und verlieren 2-0 gegen Borussia Dortmund. Damit sieht die Tabelle jetzt wie folgt aus. Wir sind Dritter. Bayern, Leverkusen sind vorne. Schalke 4 Punkte hinter uns. Also das sieht noch ganz gut aus. Nach oben geht noch was, nach unten geht auch noch ein bisschen was. Wir haben allerdings ein paar Punkte. Und sehen uns dann in der nächsten Partie. Es müsste sein gegen Hannover. Hannover können wir mal wieder spielen. Also, und da sind wir wieder zurück. Spieltag Nummer 21. Spieltag 20 und 19 haben wir ja simuliert. Das eine Spiel haben wir unentschieden gespielt. Das andere Spiel haben wir verloren. Aber jetzt sind wir zurück im Spiel gegen Hannover 96. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt zum Anstoß. Keine Zeit verschwenden. Ab geht's. So, hier mit dem schönen Angriff direkt über Donis. Der macht auch direkt das Tor nach Vorlage von Ben Brereton. So kann es doch weitergehen. Wir haben auch einiges gut zu machen. Nachdem wir gegen die Bayern 3-0 verloren haben, müssen wir jetzt hier abseits, jawohl. Und bei uns den Einwurf raus. Hat er sehr gut gemacht. Dalot. Ach Quatsch, Dalot. Dalot leitet den Angriff gut ein. Und Donis schließt ihn ab. Nach Vorlage von Osave. Von Stöger. Auf Donis. Der lässt Esser wieder keine Chance. Und netzt ihn ein. 2-0. Donis hier wieder auf dem Weg. Direkt der Anschluss. Direkt das 3-0. Das nennt man dann wohl einen lupenreinen Hattrick. Darum ist Donis auch im Moment 28 Millionen wert eigentlich. Hat er gut gemacht. Direkt nach dem Anstoß den Ball wieder abgeluchst. Und nach vorne gegangen. Hier Donis wieder auf weiter Flur. Schade, nicht das 4-0. Nicht das 4. Tor am heutigen Tag. Schön hier wieder durchgesteckt auf Donis. Der mit seinem nächsten Tor. Wird das sein nächstes Tor? Jawohl, es wird Tor Nummer 4. Für Anastonis Donis. Da verbeugt er sich vor seinem Publikum. Verrücktes Spiel heute. Das war nix. Da geht es wieder vorwärts mit Brereton. Und Osave läuft hinterher. Ja, bringt die Flanke. Ach, da wäre fast Donis mit seinem 5. Tor am heutigen Tag. Schön hier, schade. Und Donis mit seinem 5. Tor. Das ist doch... Du willst mich doch verarschen. 5 Tore in einem Spiel. Lekovic. Aber schön gemacht. Tor Nummer 13. Komm schon. Ja. Damit gehen wir mit einem starken 5-0 in die Halbzeitpause. Und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir zurück. Donis bleibt in der Kabine. Dafür kommt Osimhen, der hier gerade einen Angriff. Ach, schade.
sehen wir es. Donis bleibt in der Partie, in der Kabine. Und Sousa bleibt auch. Dafür ist Green im Spiel, der von seiner Leihe zurückgekommen ist. Gucken, ob er da ein bisschen was gelernt hat. Ah, hier verliert er den Ball. Schön von Osimhen auf Osava. Der kann ihn sich einmal zurückziehen. Da ist Stöger auf Osimhen. Ah, der macht aber nicht das Tor. Stöger auch nicht. Und dann ist er bei ihm aus. Erstmal holt sich hier Green den Ball und macht das Tor. Nach einem schweren Abwehrbock. Ja, wem werden wir jetzt die Schuld geben? Möchte man Esser die Schuld geben oder dem Abwehrspieler? Ich denke mal, mehr der Abwehrspieler hatte Schuld. Hübner hatte da etwas mehr Schuld als Esser. Und so macht Julian Green sein erstes Tor. Jetzt versucht Hannover nochmal hier mit Fossum auf Füllkrug. Ja, mit dem Flankenball in die Mitte. Da ist aber niemand. Leichte Beute für Müller. Hier verliert Osimhen den Ball. Damit Hannover wieder eine kleine Gelegenheit, aber auch die verpufft. Wer dafür kommt, sehen wir gleich. Hoppala, hoppala. Das war knapp. Ikone, immer noch im Vorwärtsgang. Ikone. Oh, oh. Da holt er sich alle Abwehrspieler und spielt die Finger noch dann. Und damit endet dieses Spiel mit 6:0. Und ja, das war auch das Ende dieser Folge. Da sehen wir jetzt, Donis holt sich den Ball. Nach 5 Toren. Wie gesagt, das Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Lasst auch gerne mal einen Kommentar da, wie ihr FIFA findet. Ob ihr euch schon auf FIFA 19 freut. Ob ihr irgendwelche Ideen habt, was man bei FIFA machen kann in der neuen Saison. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.